Hey Leute, was geht? Der Space Wolf wieder da mit einem weiteren Rise of Kingdoms Video und wir sind gleich soweit. Es geht gleich ins Lost Kingdom. Oh yeah. Bis gleich. Hey Leute, und was geht? Der Space Wolf wieder da heute in der irgendeiner Allianz, keine Ahnung, ist es irgendwie die Farm Allianz oder irgendwie sowas? Und für Ark of Cyrus. Oh yeah, das ist nämlich jetzt gleich. Gleiches Reset und dann startet das Ganze und oh yeah, 10 Goldköpfe, 2000 Gems und 2500. Oh yeah. So, ich habe ein bisschen gepusht noch. Ich bin jetzt auf Rang 335 mit 3,5 Millionen Punkten. Ist relativ solide, würde ich sagen. Ja, so 300. Das Problem ist, ich habe die letzten 35 Hänge nicht mehr geschafft. Sonst hätte ich zwei Goldköpfe bekommen anstatt von einem. Haha. Ich glaube, es hätte sich nicht gelohnt. Also irgendwie. Ah ja. Na gut, whatever. So, Pre-KVK steht an. In 13 Minuten ist es soweit, weniger. Und von daher müssen wir uns einmal preparen. So, meine Truppen, die ich bis jetzt habe. Dab, da, dab. 650, 670, 260 und der Rest. Okay. Ich glaube, wir sind bei 1,5 Millionen T4 Einheiten ungefähr, glaube ich. Müsste sogar langsam mehr sein, ich weiß, ich habe es gar nicht das Ganze abgegradet. Müssten auf 1,6, 1,65 Millionen sein. Relativ solide. Genau, hier das Event. Genau. Ich habe da schon ein Video zu aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde, weil es ist recht lang und ja, ich glaube, ich lade es nicht hoch. Denn diese ganzen Punkte, die man hier durch diese Kisten bekommt, sind relativ wenig. Beziehungsweise man bekommt durchs Farmen relativ wenig. Ne, man hat ja sonst immer Level 1 Nodes gefarmt. Das ist jetzt irgendwie anders, weil du bekommst relativ wenig Kisten daraus. Ich habe irgendwie 60 oder 70 Level 1, Level 2 Nodes gefarmt, bevor das Event gestartet hat. Hab die dann, als das Event gestartet hat, eingesammelt. Hab dann da irgendwie 30, 40 Kisten rausbekommen, was gar nicht worth ist. Weil früher hat man zwei oder vielleicht sogar drei Kisten pro Node bekommen. Heute kriegst du vielleicht eine halbe pro Node, also für die kleineren. Bei den größeren habe ich, glaube ich, sogar drei bekommen. Das war das Einzige, wo ich mehr bekommen habe. Aber egal. So, wir müssen uns preparen. Was wollte ich machen? Genau. Ausrüstung. Ausrüstung ist erstmal das A und O. Wir haben hier nochmal 84. Die müssen wir auch noch gleich. Oh yeah. So. Oh shit. Let's go. So, Ausrüstung hier. Wir haben 10 Epics. Let's go. Ein Knochen nur, das ist gut. Ein Stein leider nur, aber ist fein, ist fein, ist fein. So, 26 blaue. Auch nur zwei blaue Knochen, das ist richtig, richtig gut. 201 grüne, oh shit. Na, hier sind ein paar Knochen bei, aber das ist fein. Und 128 graue. Ja, das passt, das passt, das passt. So, wir spielen heute das Sakura Fubuki. Das ist richtig gut, denn. Das gibt richtig schöne Stats. 13% Infanterieangriff. Das ist solide, solide, solide. Und ja, ich brauche keine weiteren Materialkisten dafür. Ich habe alles so gefarmt. Richtig schön. So, schnell schmieden. Und bitte procken, bitte procken, bitte procken. Ah, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Oh mein Gott. Naja, whatever. So, das kommt auf Alex drauf. Dann haben wir das Schild nämlich frei. Zack, ausrüsten. Dann müssten wir theoretisch auf ihn. Er hat das schon mit Dings. Perfekt. So, dann brauche ich das andere Schild gar nicht mehr, wa? Yikes. Ich kann es so lange auf Charles machen. Ich glaube, Charles, ne, ist Level 30 muss er dafür sein. Alles klar. So. Event, genau. Das haben wir auch noch. Und zwar, ein neues Jahr rückt an und er rückt näher. Und da gibt's, hallo, genau, wieder dieses hier mit diesem, das ganz normale Zeug, ne? Du machst Quests und kriegst dafür Punkte und alles Mögliche. Dann hat man das hier. Das ist ein bisschen anders als das vorige. Denn hier bekommt man, das ist das Free-to-Play, das ist das für 7000 Gems und das ist das für 11 Euro. Ja, es ist worth in einem gewissen Maße, würde ich sagen. Es gibt hier nicht wirklich das gute Zeug, aber ich glaube, da die ganzen Drops weniger sind von diesen Papierteilen und man die hier bekommt, nehme ich an, dass man sich das kaufen muss, wenn man es bis 25 machen möchte, wo man, was sind das, 35 Goldköpfe bekommt.
Und 7000 Gems gibt's zurück. Oh yeah. So. Ja, hier gibt's eine Menge Buntpapier, aber der Rest ist alles nur so... meh. Das Gute dabei ist, es geht zum Recharge-Event durch. Das Ganze, für die 11 Euro gibt's dann 2200 Gems on top. Also, ist nicht ganz so wasted, sag ich mal. Und für einen 10-Euro-Pack ist das mit zwei Legendary-Dingern und diesen ganzen Papierteilen nicht ganz schlecht. So, das packen wir rein. Zeitraffer ab. Gucken, ob ich ein bisschen Musik finde und viel Spaß. Alles klar. So, die ganzen bunten Papiere sind drinne. Normalerweise hätte ich schon ein bisschen mehr, aber wir hatten jetzt halt Pre-KVK-Event. Ich habe richtig krass gepusht an Punkten. Und ja, Barbaren wollte ich noch nicht farmen. Dafür ist dann das KVK da, was gleich in 6 Minuten losgeht. Dann gibt es dann die großen KVK-Barbaren, die Materialien droppen und hoffentlich auch diese Kisten. Und dann können wir gleich anfangen, ein paar Soluna-Coins heißen die, glaube ich, zu farmen, um dann so ein bisschen, ne, ihr wisst, krassen Krempel zu holen. Und ich packe mal das hier weg. Zack, weg mit dir, her mit dir, der Ochse, her damit. Nice. Alles klar, dann sehen wir uns zu Reset wieder. Und bis gleich. Alright, 10 Sekunden noch, bis Pop. Hier ist die Timer. So, KVK Pop ist, müsste jetzt theoretisch da sein. Ich mach mal einen kurzen Force Readings Face. Wer ist das? Bis gleich. X. Und here we go. Oh my gosh, es ist endlich offen. Das sind unsere Leute. Das sind die gegnerischen Königreiche. Und oh mein Gott, wir können rein teleportieren. Wollen wir? Ja, let's go, wa? Ne, wir müssen erstmal die Farmer zurückholen. Alright, das kriegen wir hin. Alle zurück. So, dann gucken wir uns erstmal die ersten Sachen hier an. Und zwar Solunas Gnade. Das ist nämlich dieses, wo man Punkte sammeln muss. Hier diese Soluna-Coins, um dann hier spezielle Sachen zu bekommen. Wie, ne, spezielle Sachen hier für Angriff, ne? Angriff. Dann gibt es hier wahrscheinlich Verteidigung. Ja, Verteidigung. Steht auch drüber. Ja, egal. Ja. Dann gibt es hier ein bisschen Brenngeschwindigkeit und Gebäudehaltbarkeit. Naja, whatever. So, dann haben wir hier den Eroberungskrieg. Okay. Licht gegen Dunkelheit. Genau, wir müssen hier farmen, I guess. Ja, Ressourcen sammeln bis zum geht nicht mehr. Gibt ein paar Punkte, gibt ein paar Coins, ein paar Speed-Ups, ein paar Gems. Ist richtig schön. Und wir sind Lager Lunaria. Wir sind die blauen Leute. Alright. So, dann haben wir die Kreuzritter-Erfolge. Genau. Das kennt man. So, ich muss noch mal ganz kurz watchen. Nicht ganz sicher, wie viele Kills man braucht. Wo sind sie? Wie viele Kills werden benötigt? Ehrenpunkte. 500.000, 5 Millionen, 15 Millionen, 50 Millionen, alles klar. Ich weiß, ob ich 50 Millionen hinkriege. Ich habe letztes Mal gesagt, ich habe 50 Millionen. Es hat nicht ganz geklappt. Alright, so. Aha, na egal. So, wir sind kurz davor, alles klar. Dann können wir schon mal die Goldschlüssel und alles aufmachen. Denn vielleicht schmieden wir noch etwas. Mal gucken. Und bevor wir schmieden, 339 Goldschlüssel. Ja, auf geht's, ne? Ja, let's go.
Oh, nur ein Charles. Nicht so lecker. 101 Stunden, sehr lecker. Speed-Ups, jawohl. Goldsterne. Ja, 65 hiervon ist gut. So, okay. 17 Marmulan, perfekt. So, was haben wir noch? 21, 31 Charles, perfekt. Viermal Caesar und hier noch. Okay, das ist bitter. Können die beiden bitte Spots swappen? Das wäre schön. Ah, viermal Caesar. Ich will Charles, please. Please. So, dann haben wir noch 58 Crystal Keys. Right, da sind ein paar Legendaries dabei. Sehr cool. Einige wenige Materialien. Aber okay, wir nehmen's. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das brauchen wir eventuell sogar. Let's go. Und hier haben wir zwei Kavalier. Oh. Oh, Cavalry Attack. 8%. Okay. Ist das Milchstraße? 12% Archer. Und das ist. Oh, shit. Sehr gut. Und ein paar. Ey, sogar das. Sehr gut. Alright. Bestätigen. Zurückgehen. Die Silver Keys öffnen wir wann anders. Lot of war, don't do it. Alright. So, wir sind Rang 1 Königreich. Alle Schäden plus 3%. Ich habe Rang 335 erreicht. Goldkopf, eine Stunde. Let's go. Und hier noch eine halbe Stunde. Let's go. Alright, money spenden, I guess. 21 Euro, it should be. Take my money. Alright. Sehr nice. So. Mächtiger Eroberer, alles klar. Die kriegen wir auch. Alles klar. Das hier. Chunk. Und Chunk. Alles klar. Oh, hier noch. Ja. Noch ein Goldkopf. Und dies, alles klar. So. Oh, wir haben eine Kiste. Genau. Kiste. 100 Gems. So muss das sein. 100 Gems. Oh my gosh. Alright. Alle Leute da. Dann ab rein teleportieren. Okay, wir sind da oben an der Ecke. Okay. Alright. Dann gleich das verlorene Königreich kämpft. Nice. So, dann erstmal Farmer raussenden. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe noch keine Ahnung, wo jetzt irgendwas ausgepackt wird. Ich weiß nicht. Ich bin ja jetzt gerade in der Farmallianz, von daher, ne. Ich farm erstmal. So, probably kein Stone. Das dauert recht lange. Ja, das. Ja, da war doch noch einer. Da, Level 7 Note. Na, ich glaube erstmal nicht. Level 5 muss genügen. Und dann gucken wir ja gleich, wo unsere Leute sind. Und dann können wir hin teleportieren. Wir müssen nur erstmal hier. Sind wir drinnen? Na, probably nicht. Alright. So, wie sieht's aus? Kakao. Level up. Oh mein Gott. Bitte packt Skill Lock rein. Bitte. Er ist auf 5-4, Alter. Holy shit. Den zweiten Skill braucht doch kein Mensch. Alter. Frederick. Okay. Erstes Dings. Wo ist denn mein Caesar? Ach, den habe ich schon auf Dings. Alright. Oh, ich habe 67 davon. Okay. Ja. Mein Takeda ist auf 4. Ich habe jetzt 80 Skulpturen. Das ist schon schön. Ich krieg noch 20 weitere von. Fuck, was ist das? Alle. Ich krieg noch 20 weitere vom Recharge-Event. Ich krieg noch 20 weitere vom Pre. Nee, von dem Event, was dann hier mal losgeht, hoffentlich. Und, oh yeah, das wird lustig. Genau, und das hier dann dabei. Gibt es nochmal 20 Goldköpfe. Richtig gut. So. Ich wollte noch was schmieden. Ich wollte noch was schmieden. Hier.
Pompadomp. Kombinieren möglich. Nee, das erstmal nicht. Ich habe nicht so den guten Archer Marsch. Ja, jetzt ist die Frage, was möchte ich haben? Möchte ich nochmal Richtung Infanterie gehen oder will ich gegen Richtung Kavallerie gehen? Ich glaube, ich gehe Richtung Kavallerie. Für meinen Minamoto und später für Attila Taketa. Maybe, wenn ich nicht bessere Legendaries bekomme. Von daher gehe ich erstmal auf Epics und versuche die zu critten. Von daher. Wir können es machen, von daher muss ich jetzt erstmal das disenchanten, I guess. Ne, dismantle heißt das. So, Hose. So, epische Hose zerlegen. Stätigen. Ja, bestätigen. Zack. Schmieden. Das hier, genau, schnell schmieden. Ist doch für Kavallerie. Ja. Bitte Kritte, bitte Kritte, bitte. Oh mein Gott. Es hat bei mir, glaube ich, nicht einer gekrittet bis jetzt. Nicht ein epischer. Oh mein Gott. Okay. Die bräuchte ich noch. Windgepeitschte Armschienen. Let's go. Windgepeitschte Armschienen. Haben wir genug? Jawohl. Perfekt. Dann auf geht's für die Armschienen. Zerlegen, bestätigen. Und schmieden. So, schnell schmieden. Und bitte Kritte, bitte Kritte. Ja, danke. So, genau für ihn. Bestätigen. 2% extra für Kavallerie. Let's go. Tom. So. So, dann sind das alles. Die Blauen sind ja special talented. Okay. Brauche ich für Richard noch irgendwas? Ja, eine Hose brauche ich für den. Ein Ding sind es denn das. Braucht Richard actually alles. Shish. Gut, fangen wir mit den Handschuhen an. Handschuhen für Richard. Let's go. Okay, wir haben das hier, das ist gut. 5,5%. Den Rest mal an. Okay, alles Trash, dann müssen wir das machen. Kostet 15 und 3, oh shish. Let's go. Oh mein Gott, danke. Nein, zurück. Du bitte auf Infanterie. Bestätigen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bin mir nicht sicher, vielleicht hau ich Charles auf Level 60. Maybe. Maybe not. So, wir können jetzt erstmal das hier auswechseln. Mein erster epischer, der es gekredit hat. Richtig gut. So, jetzt gibt's eine Hose für den. Jetzt gibt's eine Hose für dich. Das ist Kavallerie, naja. Jetzt mal. Eine Hose für Richard, please. Eine Hose, eine Hose, eine Hose. Infanterie. Oha, Infanterie 6%. Das ist aber dick, ne? Gosh. Ja, let's go. Let's go. Sehr gut. Zong. So, wir können nun windgepeitschte Stiefel maybe machen. Windgepeitschte Stiefel, windgepeitschter Brustpanzer. Mal gucken. Danke. Oh mein Gott, das hat gedauert. Das ist der letzte Versuch gewesen. Holy shit. So. Bestätigen wir einmal. Genau. So. Dann haben wir das jetzt auch. Finally. Alright.
So, das war jetzt hier ein schöner Zeitraffer. Wir haben einen wunderschönen Helm, Expertise, beziehungsweise mit Special Talent, die wunderschönen Brustpanzer plus die Stiefel. Ja, jetzt fehlt mir natürlich noch ein Dings und das sind wahrscheinlich die Handschuhe gewesen. Aber es sind nur Marschtempo, was probably nicht ganz so wichtig ist, I guess. Ich glaube, diese 7,5% sind dicker als 4% Marschspeed. Ja, wir haben das Schild. Special Talented mit 10,5% HP. Richtig guter Stat. HP ist bester Stat. Dann haben wir die Infanteriehosen mit 6%. Leider nicht gekrittet. So. Er ist mein dritter Marsch. Mein erster Marsch ist Alexander. Und nichts davon ist Special Talented. Oh mein Gott. Look at this shit. Shitty shit shit. Oh mein Gott. So, das ist mein Primary March, den ich benutze mit Yisong. Na, Yisong hat kein Dings, weil es Secondary ist, ne? Beide Expertise. Mein zweiter March ist der Typ hier. Der bekommt entweder Pelagius oder Osman. Einen von den beiden bekommt er. Das sind beide sehr gute Pairings. Mit ihm ist er tankier, mit ihm hat er mehr Truppen und macht mehr Damage, aber er ist tankier auch nochmal, weil er einen Heal dabei hat. Und sonst, joa, sieht ganz gut aus. Mein dritter Marsch ist dann der gute Richard mit Sun Tzu. Sun Tzu ist einfach ein richtig guter, epischer Kommandant. Ich glaube sogar der beste insgesamt von den epischen. Einfach weil der AOE so unglaublich OP ist. Ja, alles klar. Gibt es noch was zu machen? Alles klar. So, jetzt bin ich schon eine halbe Stunde am Aufnehmen mit irgendwelchen Krempelsachen. Dabei haben wir das Wichtigste einfach vergessen. Und zwar die Barbaren hier. Ja, let's go. Wir machen einfach mal wieder Motor raus. Und keine Ahnung. Yisong. Vielleicht können wir ein bisschen Barb-Chaining noch machen. Let's go. Obwohl, dafür müsste ich wahrscheinlich was anderes nehmen. Egal. So. Level 29 Barbaren. Let's go. So, diese Barbaren sind ein wenig stärker als die im normalen Königreich. Die im normalen Königreich gehen bis Level 25. Diese hier im KvK starten ab Level 26, I guess. Und ja, Level 29, let's go. Mal gucken, wie wir uns so schlagen. Wir haben bis jetzt noch keinerlei Buffs. Normalerweise kriegt man ja noch 20, 30% Attack allein vom Spiel her. Plus eine Menge Defense und HP-Werte, die man durch die ganzen Events noch bekommt, die noch stattfinden werden. Von daher, das ist jetzt noch nicht das Endgültige. Normalerweise würde ich wahrscheinlich gar kein Damage bekommen oder sowas. Chats. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So. Okay, wir gucken uns erstmal die Rewards dafür an. Die sind nämlich auch nicht ganz schlecht. Hoffentlich. Aber man kennt den Vorführeffekt, ja. So. Sieg durch Level 29 Barbaren. Und hier sieht man. Oh shit, 30 Gems, let's go. Und ja, es gibt 7 1-Minuten-Dinger. Genauso wie bei den Maraudern. Ne? Und dann haben wir hier 5 Soluna-Münzen. Auf geht's. So, hier haben wir T81N. Titans, let's go. Ja, Level 27 Barbaren. Auf geht's. So, der nächste Barbar geht zur Neige. Und oh shit, was ist das? Legendärer Kommandant auf Level 40. Jawohl, das müsste mal ein Yisong sein. Da müsste jetzt auf Level 40 sein. Aber das war ich jetzt nicht. Das ist irgendwie nicht so wichtig, I guess. So, ebenfalls 5 Soluna-Münzen. Und mit den Soluna-Münzen kann man dann hier hingehen. Und kann dann hier beispielsweise jetzt spenden, wenn man 100 hätte. Ne? Ich habe jetzt 10. Aber okay, gut. Hier gibt es AP Recovery.
bis zu 20%. Also, ne, schon nicht schlecht. Commander EP bis zu 20%. Hier haben wir was. Sammelgeschwindigkeit bis zu 40% on top. Hier haben wir Marschtempo plus 20%. Das ist sehr wichtig für die Ruinen später, um hinzukommen. Und von daher, wenn dann da 4% fehlen, ja mein Gott, dann ist halt so. Alright, wir haben noch irgendwie 5 weitere Goldschlüssel bekommen und einen weiteren von den Crystal Keys. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Geht. Fuck. Ein Ishida, Mitsunari. Let's go. Okay. Kein Charles dabei, sehr schade. Ich will ungern Universals auf ihn benutzen. Ungern, ungern, ungern. Aber okay. Alright. So, in den nächsten Tagen werde ich noch ein bisschen weiter farmen. Ich bin nicht sicher, was ich jetzt als nächstes machen werde. Aber naja. I guess, wird schon schief gehen. In dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Falls ihr euch bis zum Ende angeguckt habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abo wäre schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. KvK hat gestartet. Auf geht's.